Wir haben gerade über das Thema Outcome gesprochen. Jetzt geht es um das Thema, wie verbessern wir das Outcome-Ergebnis der Patientensicherheit. Moderiert wird diese letzte Runde vom stellvertretenden Vorsitzenden des Aktionsbündnisses, Konstantin Grusch. Und ich darf zu mir bitten, Professor Dr. Max Geratz, so er denn hier in der Runde ist, dort vorne, ja, noch mit der Maske. Institut, er kommt vom Institut für Versorgungsforschung und klinische Epidemiologie, Fachbereich Medizin an der Philipps-Universität in Marburg. Ich begrüße Dorothee Krug, stellvertretende Abteilungsleiterin, stationäre Versorgung, Referatsleiterin Versorgungsstrukturen vom VDEK. Herzlich willkommen, Frau Krug. Ich darf Sie auch bitten, Platz zu nehmen. Ja, und dann sind uns noch, müsste uns noch zugeschaltet sein Dr. Klaus-Peter Spieß, Mitglied des Vorstands der Ärztekammer Berlin. Und ich sehe ihn. Hallo, Herr Spieß, ich grüße Sie. Und Frau Overbiering hat uns leider jetzt verlassen müssen, wahrscheinlich auch terminlich verpflichtet. Wir hängen ein bisschen in der Zeit. Feuer frei für Konstantin Grusch, bitte, Sie haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank für die Anmoderation. Ja, leider haben wir nicht mehr allzu viel Zeit und ich werde das Gefühl nicht los, das geht uns manchmal öfter so, dass die Patientensicherheit dann im großen Gewitter der Politik dann doch hier und da mal herunterfällt. Zumindest geht es mir so, wenn man zum Beispiel auch aktuell die Wahlprogramme durchliest, wo, obwohl wir ja gerade eine Situation haben, wo es eigentlich ja vielleicht auch ein Gewinnerthema für die Politik wäre, sich dem Thema Patientensicherheit anzunehmen, doch überraschend wenig, zumindest in Wahlprogrammen, dazu zu lesen gibt. Ich würde direkt anfangen. Herr Professor Dr. Geratz, Sie haben viel darüber ja auch schon geforscht, was patientensicherheitsrelevante Ereignisse angeht, insbesondere auch im ambulanten Bereich. Wir haben jetzt heute sehr viel über Kommunikation gehört. Da würde mich interessieren, wie ist denn aktuell aus Ihrer Perspektive die Situation, was die Kommunikation zwischen Arzt und Patient auch im ambulanten Bereich angeht? Und das viel Wichtigere, was müssten wir jetzt mit Blick auf die kommende Legislatur vielleicht auch an konkreten Maßnahmen und Initiativen daraus ableiten? Ja, vielen Dank. Also Sie sprechen unsere Studie an. Kurzes, vielleicht kurze Zusammenfassung daraus. Wir hatten über 10.000 Bürger befragt, über 40 Jahre alt, nach patientensicherheitsrelevanten Ereignissen in der letzten Zeit, insbesondere im letzten Jahr, war der Fokus. Und da berichteten 14% der Befragten, dass sie ein solches patientensicherheitsrelevantes Ereignis erlebt haben. Und die Hauptgrund für patientensicherheitsrelevante Ereignisse beziehungsweise der Bereich, der am meisten betroffen war, war der Bereich Anamnese, klinische Untersuchung, Diagnostik und insbesondere von den Bürgern oder Befragten dann angemerkt, was war denn eigentlich das, was denken Sie, was dahinter steckte, hinter dem Problem? Und die sagen Kommunikation. Also Kommunikation war das Hauptthema. Das heißt also nicht gestellte Fragen, nicht beachtete Antworten als wesentliches Problem. Dass viele Ärztinnen und Ärzte eben sich ganz stark einsetzen, bemühen, sehr gut sind, ist vollkommen klar. Aber es gibt eben auch viele, die eben keine Zeit finden, das zu fragen, was eigentlich gefragt werden müsste oder so aufmerksam zuzuhören, wie es eigentlich angebracht wäre. Das haben wir ja auch als Thema die ganze Zeit gehört heute, ne? Zeit ist eine wesentliche Komponente eben als Ursache für patientensicherheitsrelevante Ereignisse, fehlende Zeit, die dann dazu führt, dass Kommunikation nicht so stattfindet, wie sie eigentlich stattfinden sollte, als ganz großes Problem, nicht nur im ambulanten Sektor, sondern auch in allen anderen Bereichen, wie wir ja heute auch gehört haben. Vielleicht eine schnelle Follow-up-Frage. Sie haben das ja über eine Patientenbefragung auch ermittelt und wir haben ja seit Längerem die Diskussion, wie wir tatsächlich Patienten auch nach, auch zum Beispiel stationären Behandlungen, aber auch in anderen Bereichen befragen können. Wie sehen Sie dort die Weiterentwicklung und wäre das zum Beispiel nochmal ein Bereich, das interessiert mich natürlich auch sehr als Patientenvertreter selber, das nochmal stärker aufzunehmen für konkrete Maßnahmen in der nächsten Zeit? Ja, auf jeden Fall. Also das ist, wir fragen uns ja auch, ne, wie soll es vorangehen? Ne? Wie schafft man noch mehr Aufmerksamkeit für das Problem Patientensicherheit?
in der Zukunft mit solchen Tagen wie heute natürlich. Ne? Aber Aufmerksamkeit kann man natürlich auch dadurch erzeugen, dass eben das Bewusstsein für die Problematik Patientensicherheit eben gehoben wird. Und da sind solche Befragungen, wie wir sie gemacht haben, eine Möglichkeit, aber eben insgesamt natürlich Messen von Patientensicherheit stellt meines Erachtens einen der wesentlichen Faktoren dar, den wir befördern müssen. Und da müssen wir natürlich keine Vollerhebungen machen, sondern es reichen ja tatsächlich Stichprobenerhebungen. Und einerseits von Indikatoren, die über das, was immer propagiert wird, natürlich Routinedaten erfasst werden. Da gibt es aber nicht so viel, was wir erfassen können, weil wir haben einfach nicht genug Daten innerhalb dieser Routinedaten, die uns etwas aussagen können, sondern wir brauchen sicherlich auch die Patientinnen und Patienten. Und das hat unsere Studie ja sehr schön gezeigt. Patientinnen und Patienten können super darüber berichten, was passiert, wie viel mit ihnen passiert. Und sie können auch sehr viel darüber aussagen, was sie denn denken, was dahinter stecken würde. Und ja, die meisten haben ja auch gesagt, dass es diese Kommunikationsprobleme gibt. Aber die Ursache dafür sehen sie Patientinnen und Patienten im Stress und im Zeitmangel wiederum der Ärztinnen und Ärzte. Die sagen also nicht, die haben Kenntnismangel oder Fertigkeitenmangel, sondern der große Bereich, der da angesprochen wird, ist das Problem, dass eben zu viel Stress herrscht im System. Und auch das haben wir heute angesprochen, Personalmangel, Zeitmangel, ne, als wesentliche Ursache für patientensicherheitsrelevante Ereignisse, ne, im Gesundheitssektor. Das ist die perfekte Überleitung an Dr. Klaus-Peter Spies von der Ärztekammer. Wir haben jetzt heute viel darüber gehört, wie tatsächlich ja auch die das Arbeitsumfeld für die medizinisch Tätigen eigentlich verbessert gehört werden müssten, was sowohl die Ausstattung, die Ressourcen, aber insbesondere natürlich auch die Kommunikation untereinander verbessert gehört. Was ist denn das, was aus Ihrer Perspektive tatsächlich als eine der ersten Maßnahmen in einer neuen Legislatur dann zum Beispiel auch von der Politik angegangen werden müssten? Was wünschen Sie sich da? Und was mich insbesondere nochmal sehr interessieren würde, würde es auch aus Ihrer Perspektive Ärztinnen und Ärzte unterstützen, wenn es eine klare Verantwortungsbereiche gäbe auf einer Leitungsebene, sowohl bei stationären als auch bei ambulanten Einrichtungen? Ja, da sprechen Sie ein Problem an, was wir ja schon lange als Wunsch haben. Sie haben ja gesagt in Ihrer Einleitung schon, dass Sie es in den Wahlprogrammen kaum finden, die Patientensicherheit. Wir müssen einmal unterscheiden, Patientensicherheit messen wir zum Beispiel im Netzwerk CIRS Berlin ja schon seit vielen Jahren, und da geht es um kritische Fehler. Kritische Fehler treten ja zum Glück auch bei dem Thema, was wir heute behandeln, nicht so oft auf. Frau Rasche hat gesagt, Morbidität und Mortalität gut, aber letztendlich der Patient leidet unter der fehlenden Kommunikation. Und da zieht es sich wie ein roter Faden durch die gesamten Stunden jetzt, dass eigentlich die Zeit das Problem ist. Wenn wir jetzt sagen, die Ärzte, die Gesundheitsfachberufe, die Hebammen, alle die Beteiligten brauchen mehr Zeit, dann versuchen Sie mal mit den Krankenkassen, mit den Geldgebern zu verhandeln in diese Richtung. Das ist sehr, sehr schwierig, weil da die Ressourcen begrenzt sind. Das hat das Gesundheitsministerium auch gesagt. Aber das wäre ein Punkt, glaube ich, der natürlich in dem Bereich uns sehr helfen könnte. Ja, ich würde den Ball mal so ein bisschen weiterspielen, einfach direkt. Also wir wollen ja eine Diskussion auch entfachen. Frau Krug, Sie kommen ja jetzt zumindest vom VDEC. Wie ist das aus Ihrer Perspektive? Wir haben jetzt viel hier heute darüber debattiert schon. Ist das auch irgendwie ein ökonomisches Problem? Und so ein Stück weit, wer hat denn die Verantwortung dafür, dass auch der ökonomische Aspekt mit betrachtet wird? Gibt es konkrete Beispiele für Sie oder vielleicht auch, wir wollen ja auch heute so ein paar Leuchttürme mal benennen, wo wir sagen, da funktioniert das eigentlich ganz gut, da haben wir Maßnahmen, aber die müssen wir jetzt ins Flächendeckende bringen. Das war, glaube ich, etwas, was sich heute so durch den ganzen Nachmittag gezogen hat. Wir müssen endlich in die Fläche kommen, wir brauchen Standards, wir brauchen, dass es überall umgesetzt wird. Was könnten Sie da berichten? Ja, ich fange mal mit dem ersten Punkt an, mit dem lieben Geld. Und greife auch nochmal den Punkt der Verantwortlichkeit auf. Wir haben in unserem Krankenhauswesen eine geteilte Verantwortlichkeit. Für die Daseinsvorsorge, die Krankenhausplanung sind die Bundesländer zuständig. Und für die Finanzierung des Betriebs, des Krankenhausbetriebes sind die Krankenkassen zuständig. Und da muss man leider konstatieren, dass die eine Seite ihrer Verantwortung seit vielen, vielen, vielen Jahren nur unzureichend nachkommt.
Und das zwingt Krankenhäuser in diese ökonomischen Zwänge, in denen sie sich befinden, und entzieht der Versorgung das notwendige Geld. Wir können natürlich Löcher stopfen, wie wir es jetzt mit den Pflegestellen, mit der Pflegestellenfinanzierung tun, dass dort also das Geld, also dass die Krankenhäuser gar nicht mehr die Möglichkeit haben, auszuwählen, was sie mit dem Geld der Krankenkassen tun, sondern sie müssen es für die Pflegestellen verwenden. Das schafft dem Problem aber ja keine Abhilfe, wenn nicht die Länder mit ihren Investitionsförderungen nachkommen. Das würde ich schon mal sagen, ist so das eine Problem. Wenn wir das mal beseitigen würden, dann wäre uns schon wirklich viel geholfen. Und dazu gehört natürlich auch eine sorgsame und verantwortungsvolle Krankenhausplanung und nicht das Aufstellen einfach von Excel-Listen und das Fortschreiben bestehender Strukturen, sondern muss man sich Gedanken machen, wo sind dann meine Bedarfe und wie organisiere ich da eine abgestufte Versorgung für diese Bedarfe? Weil auch das ist ein Punkt, der vorhin angesprochen wurde. Wir haben begrenzte Ressourcen, das sind Versichertengelder, über die wir hier auch sprechen. Und wir wollen diese Versichertengelder vernünftig verwenden und nicht Doppelstrukturen zum Beispiel finanzieren oder halbe Strukturen, sondern wir wollen sinnvolle Strukturen finanzieren damit. Und das bekommen wir nur hin, wenn die Bundesländer auch aktiv eine gestufte Versorgungsplanung anbieten. Und das natürlich mit Mindestanforderungen an die Qualität, sodass wir sagen können, eine hochspezialisierte Versorgung, die darf eben nicht jeder anbieten, sondern nur einer, der eben über entsprechende Strukturen, über entsprechendes Personal, über entsprechende Geräteausstattung verfügt. So, das ist so das eine. Und das andere, was Sie ansprachen, ist ja so ein bisschen, wo haben wir bereits Leuchttürme und wo müssen wir noch gucken, dass wir die stärker in die Fläche bringen. Und da würde ich gerne mal zwei Stichworte nennen. Das eine ist, wir haben bereits ein bestehendes Qualitätssicherungssystem, mit dem wir ausschnitthaft bestimmte Bereiche der Versorgung beleuchten. Und jedes Jahr werden dort sehr viele Ergebnisse produziert und die schauen wir uns dann immer an. Aber wir leiten daraus oft genug nicht die notwendigen Konsequenzen ab. Also wir sehen, vorhin ist es angesprochen worden, Frühgeburtlichkeit, da brauche ich einfach den Pädiater zur Versorgung des Kindes. Und wenn es dann Krankenhäuser gibt, die in 100% ihrer Frühgeburten kein Pädiater dabei haben, dann muss man an der Stelle handeln. Und diese Hausaufgaben, die können wir erstmal machen. Und das, da würden wir als Krankenkassen gerne stärker auch aktiv werden. Wir dürfen es aber vom Gesetz her nicht. Und dann ist die eine Möglichkeit, dass die Länder aktiv werden könnten. Sie haben dazu nämlich diese planungsrelevanten Qualitätsindikatoren an die Hand bekommen. Danach haben sie lange gerufen. Und als es dann hart auf hart kam und Ergebnisse produziert, da lagen auf den Tischen, da wurde dann an der Methodik angefangen zu meckern. Also einmal solche Punkte und das andere Thema Mindestmengen. Wir haben jetzt schon eine bereits bestehende Mindestmenge für die frühgeborene Versorgung und wenn wir die wirklich durchsetzen würden, dann hätten wir schon viel getan. Für die Patientensicherheit natürlich. Das ist ja auch nochmal ein Thema, was gerade zu unserem heutigen Motto auch sehr gut passt. Herr Spies, waren da Punkte dabei, wo Sie sagen würden, das ist etwas, das können wir auch als Ärzte schaffen und als Ärzte kann man gemeinsam unterstützen, beziehungsweise, weil ich leider schon so ein bisschen auf die Zeit gucken muss, würde ich fast schon wieder so eine Endrunde einläuten wollen. Was ist denn auch von Ihrer Perspektive eine Forderung, die aus dem heutigen Tag herausgeht, die sich vielleicht auch übereinstimmen lässt mit den Indikatoren der WHO beziehungsweise der Ziele, die wir uns da setzen, die Sie als Ärztekammer Berlin unbedingt auch nochmal der Politik mitgeben wollen, weil wir wollen ja in die Zukunft schauen. Ich glaube, wir haben heute auch viel Gutes betont und gezeigt auch, was wir als APS, aber auch als alle anderen Institutionen im Gesundheitssystem bereits machen. Aber was muss da jetzt unbedingt kommen? Ich kann, Sie haben ja das direkt gefragt, von Frau Krug eigentlich den einen Punkt aufnehmen, dass ich keiner der Beteiligten aus der Versorgung herausziehen kann, so wie sie die Länder angesprochen hat. Das ist ein bekanntes Problem. Als Ärztekammer kann man das äußern, hat allerdings keine, sagen wir mal, politische Macht. Was wir tun können, das ist zum Beispiel im Bereich der Weiterbildung und auch im Bereich des Studiums, im neuen Medizinstudium. Plan ist ja vorgesehen, die Kommunikation, das Training mit den Patienten zu verbessern und sondern die Möglichkeit zumindest, dass trainierte Personen auch schneller mit der knappen Zeit umgehen können. Das ist eine Optimierung. Ansonsten ist das ein
Problem, auch was zum Beispiel die KPV hat. In der KPV für die niedergelassene Medizin verhandelt ja auch mit den Kassen bestimmte Qualitätsmaßstäbe. Diese Qualitätsmaßstäbe, die werden ja auch umgesetzt. Und wenn Sie jetzt dann zum Beispiel im Hygienebereich deutliche Verbesserungen einführen, muss dementsprechend aber natürlich auch Geld kommen, weil das jetzt nicht umsonst geleistet werden kann. Die Ärzteschaft leidet letztendlich sonst noch unter mehr Zeitdruck. Und da diese Diskussionen sind teilweise unerfreulich. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, Zeitdruck ist etwas, was offensichtlich nicht nur die Veranstaltung prägt, sondern auch die Arbeit im Gesundheitswesen. Herr Geratz, was ist aus Ihrer Perspektive jetzt nochmal schnell als Abschluss quasi notwendig? Was ist das, wo Sie sagen, also das ist mir eine Herzensanliege, liebe Politik, also nicht nur im Wahlprogramm mal einmal Patientensicherheit erwähnen, sondern das muss unbedingt auch jetzt in Koalitionsverhandlungen zum Beispiel mit aufgefasst werden. Was wäre das, was aus Ihrer Perspektive dann den größten durchschlagenden Erfolg hätte? Ich kann eigentlich nur das betonen oder befürworten, was Herr Scholz auch angebracht hat. Wir müssen uns grundsätzlich darüber unterhalten, wie viel Geld wir für die Daseinsvorsorge bereit sind einzusetzen. Wir müssen Pflegekräfte, das weiß jeder, viel besser bezahlen. Wir müssen andere Berufe, andere Assistenzberufe besser bezahlen. Wir müssen Ärzten mehr Zeit geben, ne, Supervision möglich machen für alle Berufsgruppen und so weiter und so weiter. Das heißt, wir brauchen in diesem Sektor viel mehr Geld, als wir bisher da reinstecken. Und wir brauchen andere Vergütungssysteme, andere Anreizmechanismen, sodass wir aus dieser Falle, in der wir jetzt drin stecken, einfach wieder rauskommen. Das heißt, wir brauchen da ein ganz grundlegendes Nachdenken darüber, wie wir es eigentlich für alle zufriedener gestalten könnten, das System, das dann auch viel, viel sicherer sein wird und das, was Herr Klasinger gesagt hat, natürlich dann auch uns erlaubt auszunutzen, nämlich dass wir letztlich damit dann sogar günstiger werden, das, was wir im Grunde in der Klimadiskussion auch die ganze Zeit jetzt eben hören. Ne? Ja, eigentlich ein schönes Paradox, also erstmal teurer werden, um günstiger zu werden, aber das soll ja nicht an den Mittelpunkt der Veranstaltung am Ende stehen, sondern es geht ja tatsächlich um sicherer zu werden, Patientensicherheit und das Wohl der Patienten. Von daher auch an Sie, Frau Krug, die Abschlussfrage, was wünschen Sie sich und vor allen Dingen vielleicht auch, wenn Sie zurückblicken jetzt auf die Veranstaltung von heute, wo wir all diese unterschiedlichen Dimensionen ja auch beleuchtet haben, was ist Ihnen so haften geblieben und wo sagen Sie, da müssen wir vielleicht auch als Gemeinschaft, die sich hier versammelt haben, jetzt für Patientensicherheit vielleicht nochmal besser werden. Nehmen Sie da etwas mit? Also erstmal persönlich würde ich sagen und wünsche ich mir, dass eine sichere Geburt und eine interventionsfreie Geburt keinen Widerspruch bilden. Das wünsche ich mir ganz persönlich. Und was das andere angeht, tatsächlich bin ich der festen Überzeugung, dass wir gute Strukturen brauchen, dass wir da rangehen müssen an unsere Strukturen und dass wir nur mit gut aufgestellten Strukturen dann auch wirklich die Basis dafür haben, unser Geld gut auszugeben und wirklich sinnvoll auszugeben. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das ist nochmal ein guter Stichpunkt, nämlich Strukturen. Das APS hat ja auch eine Forderungsliste mit 7 Forderungen jetzt zur neuen Legislatur aufgesetzt. Und da sind ja ganz viele strukturelle Fragen auch tatsächlich mit eingefasst. Von daher würde ich Sie alle auch bitten, nehmen Sie das nochmal mit, geben Sie das weiter an die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, die sowohl in den Ämtern bleiben, als auch dort neu hineinkommen. Insofern, mit Blick auf die Zeit, Herr Spieß, Frau Krug, und Herr Geratz, vielen Dank für die Teilnahme hier. Und es bleibt ja gleich trotzdem auch noch Zeit draußen beim Empfang, vielleicht die Diskussion dann auch noch weiter fortzusetzen, zumindest die hier vor Ort anwesend sind. Und ansonsten schöne Grüße ins Netz.